Aufnahme gestartet. Hallo Tim. Moin, hi. Moin, sehr gut. Tim, stell dich kurz vor. Ich bin bekannt bei meinen Leuten. Wer bist du? Genau, mein Name ist Tim Menne, bin sozusagen Referent im Bereich Baustellensicherung an Straßen, mache das jetzt auch seit, ich glaube, mehr als 5 Jahren bin ich unterwegs in Kommunen, aber auch bei Unternehmen und zeige den Leuten im Endeffekt, wie eigentlich die Baustelle im öffentlichen Straßenverkehr richtig abgesichert wird. Ist das dann wichtig? Grundsätzlich definitiv ja, weil wir haben immer mehr Verkehrsteilnehmer, wir haben immer mehr Leute und auch die Leute können natürlich viel, viel früher auch ihren Führerschein machen. Und da müssen wir natürlich auch unsere Mitarbeiter, die in dem Bereich am Arbeiten sind, natürlich auch gewissermaßen absichern. Und das ist für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Also da bin ich auch voll bei dir. Also ich sehe ganz oft, fast täglich, bin ja auch viel im Auto, dass das nicht klappt mit der Vorschrift und dass da wirklich Leute unmittelbar an den fahrenden Autos stehen. Und das ist schon sehr heftig halt, ne? Also wirklich. Gut, Tim, Genau. ja, es hat sich ja was geändert. Deswegen bist du heute hier im Interview. Auch, dass ich das mal gehört habe, das machen wir noch nach 19 Uhr. Also wenn schon lange Feierabend ist, wir treffen uns, um noch ein bisschen zu labern. Was gibt es denn Neues bezüglich Straßensicherung an öffentlichen Verkehrsstraßen? Ja, seit das ersehnte, die ersehnte neue RSA ist draußen, was ja sehr gut ist. Wir haben Was ja heißt RSA? die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen. Sehr schön. Genau, das ist sozusagen die allgemeine Definition, die wir 1995 hatten. Und jetzt hat sich diese Regelung ja komplett verändert und heißt jetzt im Endeffekt Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen. Also auch von der Begrifflichkeit, von der Bedeutung hat sich das auch gewissermaßen verändert. Gibt es denn irgendwas, mich betrifft die Neuerung, kannst du mir mal kurz sagen, ohne dass ich jetzt die neue RSA für 50 Euro eventuell kaufen muss, worauf muss ich mich ab heute vorbereiten? Genau, also ich würde im Endeffekt eigentlich die wichtigsten Punkte einmal kurz erläutern. Also wir fangen zum einen natürlich beim Verantwortlichen an, also der Verantwortliche für die Absicherung einer Arbeitsstelle. Der muss ja jeweils immer benannt werden. Und da steht jetzt konkret drinne, dass der Verantwortliche zwingendermaßen eine MVS 99 Schulung durchgeführt haben muss, damit er Was ist überhaupt, das? das ist sozusagen die Zertifizierung. Die Zertifizierung, nach der sozusagen geschult wird, nach der geschult wird und die müssen halt, beziehungsweise ich kann so ein Seminar dann ausstellen Sehr gut. und die müssen dann quasi so eine Tagesschulung besucht haben und erst dann, wenn die das nachweisen können, dieses Zertifikat, können die sozusagen als verantwortliche Person überhaupt tätig sein im öffentlichen Also. Straßenverkehr. Ein Tag tut ja auch nicht weh, und du beißt ja auch nicht. Ist sonst noch irgendwas dran gekoppelt, irgendwie eine Ausbildung, ein Studium? Wer darf an diesem Kurs teilnehmen für die verantwortliche Person? Jetzt eine verantwortliche Person heißt ja auch, du hast ja Leute unter dir und du trägst halt auch oder bist am Schaden mit verantwortlich dann tatsächlich. Genau, wir empfehlen halt immer, dass die Leute, die halt grundsätzlich auch das Ganze ausführen, also nicht nur die verantwortliche Person, sondern auch die Ausführer im Endeffekt, dass die auch so eine Schulung gemacht haben, weil die natürlich dann auch im Endeffekt sehen können, wie es eigentlich richtig geht. Also, dass die dann natürlich dann auch so ein bisschen Ahnung haben von der Materie. Und die Grundvoraussetzung ist natürlich, so eine Schulung zu haben, natürlich der deutschen Sprache mächtig zu sein. Das sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen, um dann dieses Zertifikat eigentlich dann noch zu erhalten. Ja, cool. Okay. Und ja, umso mehr Leute, umso besser. Minimum Vier-Augen-Prinzip. Ist aber auch mal schön, wenn der einfache Arbeiter vor Ort versteht, warum muss das denn jetzt so gemacht werden, ist halt Vorschrift tatsächlich halt. Definitiv. Also wie gesagt, es sollte halt nicht nur eine Person da sein, sondern halt mehrere, die sich halt so ein bisschen mit der Materie auskennen, dass man sich halt gegenseitig auch so ein bisschen kontrollieren kann. Und auch schauen kann, ob da vielleicht sogar was verändert werden müsste. Gut, vor allem welche Person, was ist noch neu oder besser definiert oder anders jetzt? Genau, fangen wir mal mit den Verkehrszeichen an. Die wurden ja damals auch schon konkreter definiert durch die VWV-StVO. Die müssen jetzt die Reflexionsklasse 2 besitzen. Also die Reflexion der Verkehrszeichen ist jetzt festgelegt auf Reflexionsklasse 2, die wir da auch noch zusätzlich haben. Das heißt, ich muss neue Schilder besorgen oder kann man da irgendein Upgrade fahren? Also im Endeffekt ist es so, wenn die neue RSA ist ja jetzt
offiziell eingeführt worden am 15.02. Und für uns ist natürlich auch wichtig, dass sozusagen mit jetzt auch das Ganze umgesetzt werden sollte. Aber wir müssen natürlich auch so ein bisschen gucken, dass das so die Verhältnismäßigkeit passt. Bedeutet, von heute auf morgen werden wir fähig, ja, wird es schwierig sein, etwas zu ändern, aber zum Beispiel bei der nächsten Bestellung könnten wir darauf achten, dass halt die Schilder nicht mehr in RA1-Folierung verwendet wird, sondern in der Reflexionsklasse 2 verwendet wird und beschafft wird. Ich bin auch ein Fan davon, ganz ehrlich, also man sieht einfach mehr und auf weitere Sicht halt und das schützt halt enorm, also ja, gerade wenn man nachts mit dem Auto unterwegs ist, ist gesehen und gesehen werden doch ja, mehr als relevant tatsächlich. Genau, dass wir einfach die Situation einfach besser wahrnehmen können, weil wir haben halt diese höhere Reflexion und die würden wir im Zuge bei Dunkelheit auch besser erkennen können. Was gibt es sonst noch Neues für den Verantwortlichen, für den Betreiber, für den Bauarbeiter? Genau, wir sind ja von den Verkehrszeichen jetzt zum Beispiel zu den Leitbarken. Bei den Leitbarken ist es auch so, oder auch bei den ganzen Absperrmaterialien, da haben wir ja die Leitbarken, die Absperrschranken, Gitter und auch die Leitkegel. Diese müssen eine Reflexionsklasse 2 haben, außer die Absperrschranken in der Längsrichtung können weiterhin in Reflexionsklasse 1 verwendet werden. Also auch hier, dass man eine höhere Reflexion hat, dass wir auch die Situationen somit auch bei Dunkelheit sehr, sehr gut und auch besser erkennen können. Genau, und was man dann im Zuge der Leitbarken auch sagen kann, ist der Abstand von Leitbarke zu Leitbarke wäre innerorts 9 Meter, außerorts 12 Meter und auf Autobahn 18 Meter. Das hat sich auch gewissermaßen geändert, dass wir hier die Abstände auch anders gestalten. Und das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte. Was kann noch mal kurz erläutern? Es gibt auch neue Regelpläne, neue Regelpläne, die sozusagen natürlich auf dem Stand der aktuellen Regelung auch wären und auch auf dem Stand der Dinge sind, wo halt zum einen auch natürlich drin steht der Geschwindigkeitstrichter, der ja abgeschafft wurde. Also es gibt ja nicht mehr diesen klassischen Geschwindigkeitstrichter 170-50, sondern es wird direkt sozusagen auf 50 runter reduziert, aber das ist nicht eine Änderung, die in der RSA schon war, die wurde damals schon genau definiert. Und wie gesagt, der Geschwindigkeitstrichter ist nur auf Autobahn oder Autobahn-ähnlichen Strecken Zugang oder zulässig, sagen wir es mal so. Okay. Ja, sehr gut, Tim. Also wie gesagt, um was geht's? RSA 95, knapp 2 Jahrzehnte später gibt es ein Update, ist die RSA 21. Und das heißt also, wenn es mich betrifft, ich da aber keine Lust drauf habe, ich aber davon betroffen bin, dann kann man sich ja nicht wenden und du hilfst einen mit Schulung, aber auch mit Beratung, habe ich gerade rausgehört. Genau, also zum einen, wie gesagt, alle Schulungen, die in dem Bereich sind, also von der Baustellensicherung eintägig beziehungsweise bis zur Baustellensicherung zweitägig, also sprich die Automan dazu, kann ich als die Seminare anbieten, natürlich aber auch die ASRA 552, das ist quasi die technischen Regeln für Arbeitsstätten im Bereich Grenzbereich zwischen Arbeitsbereich und Verkehrsbereich. Und natürlich auch die Beratung, weil es gibt ja so viele Produkte in diesem Bereich. Und da kann man ja schon mal sehr, sehr schnell den Überblick verlieren und kann auch sich mal für die falsche Wahl entscheiden. Ja. Und ja, da kann ich definitiv ein bisschen was zu erzählen und auch die jeweiligen Kunden oder Endverbraucher auch ja, beraten, unterstützen. Genau, also auch als die ASR 5.2 rauskam, das ist ja gar nicht so lange her. Ich war froh drum, es wurde lange zurückgehalten. Aber ich wiederhole es nochmal, ich sehe immer noch Baustellen an Straßen, die sind nicht danach. Und das ist einfach wirklich, wirklich gefährlich für den Mitarbeiter. Und unabhängig, dass wir hier von gesunden Menschen reden, wenn da mal was passieren sollte und man hat halt nicht nach diesen Vorschriften gearbeitet, dann ist der Schuldige halt im Vorfeld schon klar. Und das kann halt strafrechtlich und zivilrechtlich einfach Konsequenzen haben. Ja, immer noch Nebeneffekte zur verletzten Person. Soweit muss es halt nicht kommen, meiner Meinung nach. Deswegen lasst uns einfach halt ja sicher arbeiten oder gar nicht. Und ey, man kann nicht alles wissen, alles gut. Ich lasse mich auch beraten oder frage mal Kollegen, Kolleginnen, wenn Leute Fragen zur neuen RSA haben, sollen die sich einfach an den Tim wenden. Tim, hast du eine Homepage? Wie findet man dich? Wie komme ich zu dir am besten? Also ich bin überall vertreten, also bei LinkedIn vertreten, bei Facebook vertreten. Meine Homepage ist im Endeffekt menne-training.de. Da findet man im Endeffekt auch die nächsten Schulungen,
die halt anstehen, auch nach der neuen RSA. Und wie gesagt, auch da kann man mir gerne dann auch E-Mail schreiben, mich anrufen. Ich stehe gerne bereit für alle Fragen und probiere Antworten zu stellen oder Antworten zu beantworten, sagen wir es mal so. Aber auch Gegenfragen zu stellen, wenn da noch mehr Informationen nötig sind. Ja, hat mir gut gefallen. Danke für die kurze Einführung. Das erspart mir und dem einen oder anderen auch das Lesen oder halt auch das Vergleichen, was ja das eigentliche Hauptproblem ist von beiden neuen oder von der neuen und von der alten. Ansonsten, mich findet man auf der bekannten Homepage sicherheitsingenieur.nrw. Wenn ihr den Tim nicht finden solltet, ruft mich an, schreibt mir eine WhatsApp und dann werde ich euch den Link von Tim nochmal zuschicken. Ich packe es aber auch auf den YouTube, in den YouTube-Kommentar, Tim, dass man dich auf jeden Fall gut finden kann. Perfekt. Das letzte Wort gehört dir und danach machen wir beide Feierabend, glaube ich. Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Habe gerne über meine Thematik erzählt und wie gesagt, wenn man gerne nochmal so eine Fragerunde machen möchte, stehe ich gerne bereit und von daher erstmal vielen Dank und ich wünsche einen schönen Abend. Schönen Feierabend. Tschüss. Ciao.